Was wurde eigentlich aus Max Meyer? Er zählte mal zu den verheißungsvollsten Fußballtalenten Deutschlands. Doch nach seinem unrühmlichen Schalke-Abgang begannen seine bitteren Wanderjahre. Bei S04 avanciert Max Meyer mit 19 Jahren zum Nationalspieler. Er steht sogar im vorläufigen Kader für die WM 2014. Zusammen mit seinen Schalker Teamkollegen Leon Goretzka, Leroy Sané und Julian Draxler bildet er sowas wie die goldene Generation bei den Knappen. 2018 will Schalke mit Meyer verlängern, bietet ihm 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt, doch die Verhandlungen scheitern. Im darauffolgenden Streit wirft Max Meyer den Schalker Verantwortlichen Mobbing vor und wird freigestellt. Aber Clubs wie der AC Mailand, Atletico Madrid und Arsenal London beschäftigen sich mit ihm. Was allerdings im August 2018 folgt, ist ein Wechsel zu Premier League Mittelfeldclub Crystal Palace. Den Durchbruch schafft er dort aber nicht. Genauso wenig wie zwei Jahre später in Köln oder danach bei Fenerbahce Istanbul oder beim FC Midtjylland in Dänemark. Seit Mitte 2022 spielt er nun für den FC Luzern und ist dort Stammspieler.